6:0 für Magdeburg. Und es ist der beste bisher bei den Gästen. Tarek Şahin, der da die Lücke findet nach der Uneinigkeit in der von mir gerade noch so gelobten Innenverteidigung mit Sebastian und Strodig. Da rutscht der Ball Sebastian über den Schädel und dann tropft er quasi Tarek Şahin vor die Füße. Keine Möglichkeit für Lukas Kruse. Also, 17. Spielminute. Das Knallerspiel, wie Stefan Emmerling es bezeichnet hat, nimmt seinen Lauf. Das wird eine schwierige Geschichte jetzt für die Gastgeber. Freistoß. Michel und Kruska. Kruska. Und das Ding ist rein, Eigentor. Der Ausgleich für den SC Paderborn. Nach diesem schlecht geschossenen Freistoß von Kruska. Er hätte den Ball bekommen sollen, Tim Sebastian. Aber es war ein unhaltbares Eigentor. Und von dem Mann, der die meisten Tore für die Gäste erzielt, Christian Beck. 10-mal hat er schon getroffen in dieser Saison. Nummer 2 der Torjägerliste in der dritten Liga. Also, 3 Tore im Hinspiel und jetzt in die falsche Richtung. Also 1:1.